Der Kaffee, das Wasser, die Cola. Wer soll denn das noch verstehen? Der, die, das. Oh mein Gott, diese Artikel sind gar nicht so schwierig. Heute nenne ich euch einige Kategorien, mit denen ihr maskuline Nomen leichter lernen könnt. Bleibt dran. Es gibt bei den Artikeln viele Tipps, die euch helfen. Ihr könnt die Endung lernen, ja, das hilft euch. Ihr könnt aber auch bestimmte Kategorien lernen. Und eine Kategorie sind Getränke. Da könnt ihr es euch ein bisschen einfacher machen, wenn ihr lernt, dass Getränke mit Alkohol maskulin sind. Also der Wein, der Cocktail, der Whisky, Ausnahme das Bier. Jahreszeiten, Monate, Wochentage sind immer maskulin. Der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Wochentage sind maskulin, weil wir der Tag haben. Der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag und der Sonntag. Monate sind maskulin. Der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai, der Juni, der Juli, der August, der September, der Oktober, der November, der Dezember. Puh. Himmelsrichtungen sind auch maskulin, also der Norden, der Süden, der Osten, der Westen. Niederschläge, das was also beim Wetter vom Himmel fällt, die sind auch maskulin. Der Regen, der Schnee, der Hagel. Ich hoffe, diese paar kleinen Tipps haben das jetzt für euch noch etwas einfacher gemacht. Schaut auch mal auf die anderen Videos zum Artikel der und dann wird es schon nicht mehr so schwer. Denkt immer daran, Grammatik, du schaffst das. Bis zum nächsten Video bei Deutsch mit Martin und ich sage Tschüss.